Liebe Krimileser von meinekommissare.de, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse am Stand des Emons Verlages und gerade treffe ich einen Autor, nicht einen, sondern den Henning Isenberg. Wir haben uns noch nie gesehen, noch nie gesprochen. Ich habe auch noch nichts von Henning Isenberg gelesen, muss ich zugeben. Aber er hat mich neugierig gemacht und jetzt haben wir uns entschlossen, ein Gespräch zu führen. So, lieber Herr Isenberg, stellen Sie sich bitte einmal kurz vor und sagen uns, was erwartet den Leser Ihres Buches? Also das ist das dritte Buch. Es gab das Friedrichlied und das war eher ein Krimi als diese Geschichte. Hier geht es im Prinzip um die Auflösung eines Krimis sozusagen. Und zwar geht es um den Mord an Erzbischof Engelbert von Köln 1225. Also wir sind im Mittelalter, 800 Jahre zurück ungefähr. Und der Friedrich gehörte dem Hochadel an und war Vogt und weil der Papst den deutschen Erzbischöfen befohlen hatte, die Vogteien einzuziehen, haben die Vögte aufbegehrt. Und da gab es eine kleine Revolution. Und dann kam es zu diesem Showdown, diesem Kriminalfall im Hohlweg von Gevelsberg, wo dann Erzbischof Engelbert sein Ende gefunden hat. Und das ist die erste Geschichte. Und jetzt geht es weiter. Sein Sohn, Theo, möchte seine Lande zurückhaben, die aber von seinem Großonkel besetzt sind. Und Erzbischof Molenack trachtet, den Spross Friedrichs zu töten. Also Theo wird verfolgt und muss sich verstecken. Er wird bei den Deutschherren in Ramersdorf, heute Bonn-Ramersdorf, versteckt in einer Kommende und wird da zu einem Krieger ausgebildet. Und dann zieht er gegen seine Feinde als Einzelner. Der Held zieht raus und versucht, sein Glück und seine Lande zurückzuerobern. Also basiert auf wahren Begebenheiten, auf Tatsachen. Es ist ein historischer Krimi. Ja. Und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Ich fand die deutsche Nachkriegszeit so unglaublich mythenarm. Und die Engländer, die haben das so super gemacht. Und hab mich dann viel um König Arthur gekümmert. Mhm. Und der hatte ja diese Tafelrunde und die Ritter der Tafelrunde waren aber gar keine Engländer zum Teil, sondern das waren Deutsche, Franzosen und so weiter und so fort. Und wichtig ist der Parzival und das hat mich zum Mittelalter gebracht. Ja? Die Parzival-Geschichte, die Sage um Parzival, die fand ich super interessant. Da geht es im Prinzip um die Erwachsenwerdung eines dumpfen, jungen Kriegers, ja? Also der rauszieht und dann erwachsen wird. Und da kam dann diese Geschichte um den Mord von an Engelbert dazu. Und das ist eigentlich ein Mythos und eine frühe Revolution hier in unserer Gegend. In Köln, um Köln. Ne? Und Westfalen und Rheinland. Ich muss mal dazwischen fragen. Und daran wird deutlich, dass ich mich mit Ihrer Person, mit Ihrer Vita, Biografie noch gar nicht beschäftigt habe. Sind Sie denn entsprechend vorbelastet, vorgebildet? Sind Sie möglicherweise Kunsthistoriker, Germanistiker? Gibt es etwas in Ihrer Ausbildung, Bildung, was Sie zusammenbringen lässt, jetzt mit dem Entschluss, einen historischen Krimi basierend auf wahren Begebenheiten zu schreiben? Also ich bin zur Hälfte Schriftsteller, zur Hälfte bin ich Coach. Und beim Coaching geht es darum, den Archetypus zu erkennen. Und in meinen Büchern geht es darum, den Archetypus zu erkennen. Und ja. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftswissenschaftler und die Methodik, Dinge zu erarbeiten, die habe ich mir da, glaube ich, mitgenommen. Aber ich wollte immer schon Geschichten erzählen und das aus Leidenschaft. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Ja, dann gehören Sie doch, das beruhigt mich jetzt etwas, weil weil es meine Theorie etwas erhärtet. Es gibt einen ganz bestimmten Typus von Schriftstellern, von Autoren, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, der dem sehr nahe kommt und das erklärt für mich, macht für mich einiges erklärbar. Können wir aber nachher, gehört nicht okay. an die Stelle, finde ich aber äußerst spannend.
Haben Sie noch andere Dinge geschrieben oder ist das das dritte Buch jetzt? Ist das manche schreiben ja noch für andere Verlage oder haben andere Themen, Nebenthemen oder unter einem Pseudonym. Aber das ist Ihr Herzensanliegen. Das ist das, worauf Sie auch immer verweisen werden, wenn es um Krimis geht, um Bücher geht. Historische Romane mit einem Krimi-Touch natürlich. Das Buch oder diese Trilogie habe ich 96 nach meinem Studium angefangen und habe mit den Recherchen angefangen, ne? Und habe dann in den Nullerjahren habe ich geschrieben. Und also eigentlich ist diese Trilogie so das Wesentliche. Ich habe natürlich Artikel in Fachzeitschriften, auch in historischen Fachzeitschriften geschrieben. Aber das sind insgesamt, und Emons hat mir da 100 Seiten geklaut, das sind 1500 Seiten, die ich da geschrieben habe. Also das ist eine ganze Menge. Ja, darauf wollte ich etwas hinaus, denn ein solches Buch zu recherchieren erfordert natürlich ungeheure Vorarbeit. Und das ist nicht ist kein Jahresprogramm, sondern ein Vieljahresprogramm. Ja. Und da stehen Sie alleine hinter oder haben Sie noch links und rechts jemanden, der Sie unterstützt und sagt, mach weiter und bleib dran und das wird? Ja. Oder machen Sie das alles aus eigener Kraft? Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Denn historische Romane, ich habe einige gelesen, erfordern eine unglaubliche Recherche und somit unglaubliche Geduld. Ja. Also da haben Sie völlig recht. 96 war ich völlig unbeleckt. Ich wollte nur Geschichten erzählen. Und habe mich dann durch diesen Recherchewust im Prinzip durchgekämpft. Mittlerweile habe ich viele Unterstützer, aber damals stand ich relativ allein da. Was für mich eine ganz wichtige Person war, war mein alter Deutschlehrer, Wilhelm Bleicher, der lebt leider nicht mehr. Und mit dem habe ich die ersten Lesungen 2014 gemacht. Also das war nochmal so eine richtige Abrundung und das kann ich sagen, ist schon so ein Mentor, der mich auch wissenschaftlich beraten hat. Der ist Heimatforscher in Westfalen gewesen und hat ein unglaubliches Netzwerk, aus dem ich dann auch schöpfen konnte. Also ich hoffe, dass es Ihnen gelingt mit diesen Büchern, die ja zeitlos sind, die wird es ja immer geben und man muss einfach dafür Sorge tragen, dass sie auch immer wieder in Umlauf kommen, nach oben gespült werden, bekannt sein, weil es ist ein Dauerthema, es hat keine Halbwertszeit, es ist immer aktuell. So, das ist jetzt die Arbeit, diese Bücher auch immer tagesaktuell zu halten. Ich drücke die Daumen und Sie haben meine Bewunderung, denn Geduld und Ausdauer ist ja heute nicht mehr die Tugend. Es soll ja alles sehr viel schneller und gleich gehen und gleich zu sehen sein. Und man ist ungeduldig und dann setzt sich jemand hin und recherchiert über Jahre, woraus man wieder den Rückschluss ziehen kann, der weiß das dann auch. Und das ist wieder das Gute für den Leser, das stimmt. Ja, also hier ist unheimlich viel Recherche drin, natürlich. Und das hat sich über 15 Jahre im Prinzip verfestigt, aufgebaut. Und ich finde diese Geschichte eben auch faszinierend. Und jetzt lasse ich noch einen kleinen Schmankerl raus. Ja, bitte. Es gibt den Isenberg, der ist natürlich mein Name und auch ein Motiv, warum ich das gemacht habe. Als Kind bin ich immer am Isenberg vorbeigefahren und habe mich gefragt, ja, warum heißt er denn genauso wie du? Und dann bin ich dem nachgegangen und dann habe ich in einem WDR-Zeitzeichen über diese Geschichte gehört. Mhm. Ein Mord am Erzbischof Engelbert von Köln. Und es wurde vermutet, dass es der Friedrich von Isenberg ist. Ja? Und das hat mich so entzündet, sodass ich auch diese Kraft aufbringen konnte, dem auf den Grund zu gehen. Ne? Lieber Herr Isenberg, ich bedanke für das Gespräch. Wir haben uns zufällig getroffen, gefunden. Wir haben uns unterhalten. Ich habe viel gelernt. Nein, Sie haben erzählt. Unterhalten haben wir uns nicht. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank. Ja, ich danke. Dankeschön.